Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell sind gerade in unsicheren Zeiten sehr wichtig für ein langfristiges Depot. Und genau deshalb möchte ich euch ein solches Unternehmen heute vorstellen. Hallo liebe Anleger und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Robin und heute sprechen wir über Novo Nordisk. Novo Nordisk ist Weltmarktführer im Bereich der Diabetesversorgung. Und das bereits seit 1923. Das heißt, das Unternehmen arbeitet in diesem Bereich bereits seit fast 100 Jahren. Trotz der weltweit schwierigen Lage hat Novo Nordisk die Jahresprognose Anfang Oktober sogar angehoben. Und das zeigt einmal mehr, wie stabil das Geschäftsmodell von Novo Nordisk ist. Und warum das genauso ist und warum wir als langfristige Anleger davon sehr gut profitieren können, erkläre ich dir in diesem Video. Vorab aber noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Auf diesem Kanal erscheinen regelmäßig Videos rund um das Thema Aktien. Wenn du in Zukunft kein weiteres Video dieser Art verpassen willst, kannst du mich komplett kostenlos hier unten einmal abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video direkt wieder. Schauen wir uns nun aber erstmal an, was Novo Nordisk denn eigentlich macht. Und ich habe es eben schon vorweggenommen, Novo Nordisk ist Weltmarktführer im Bereich der Diabetesversorgung. Und dort, in diesem Markt, ist Novo Nordisk bereits seit 1923 aktiv. Eine der größten Innovationen von Novo Nordisk war wohl der NovoPen im Jahr 1985. Das war das erste Injektionssystem mit Insulinpatronen und erleichterte dem Patienten das Leben enorm. Aktuell ist man mit rund 30% absoluter Weltmarktführer im Diabetesbereich und aufgrund einer tollen Pipeline ist zu erwarten, dass in den kommenden Jahren der Marktanteil sogar noch weiter steigt. Die beiden nächstgrößeren Wettbewerber haben zusammen einen kleineren Marktanteil als Novo Nordisk. Novo Nordisk hat noch ein paar andere Bereiche, aber der Diabetesmarkt ist der mit Abstand wichtigste Markt für Novo Nordisk. Und dementsprechend ist es natürlich jetzt wichtig zu schauen, wie sich dieser Markt in den kommenden Jahren entwickeln wird. Und aus meiner Sicht handelt es sich dabei leider um einen starken Wachstumsmarkt. Denn es gibt zwei Risikofaktoren, die Diabetes extrem wahrscheinlich machen. Das ist zum einen höheres Alter und zum anderen eine ungesunde Lebensweise. Und beides haben wir in den entwickelten Ländern. Zum einen werden die Leute immer älter. Das heißt, desto mehr Leute wir haben, die älter sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Leute Diabetes bekommen. Dadurch steigt natürlich dann, weil wir so eine hohe Zahl an Leuten haben, die einfach älter werden, dann auch die Anzahl der Patienten, die Diabetesversorgung benötigen. Und Novo Nordisk als Weltmarktführer wird davon natürlich profitieren. Hinzu kommt, dass wir in den Industrieländern auch immer ungesünder leben. Ja, es gibt diese Trends vor allem in der jüngeren Generation hin zu einem gesünderen Lebensstil, mehr Sport, vegane Ernährung oder vegetarische Ernährung, all das. Aber die große Masse wird tendenziell leider immer dicker und Fettleibigkeit ist einer der größten Risikofaktoren für Diabetes. Deshalb gehe ich persönlich davon aus, dass die Nachfrage nach Antidiabetika in den kommenden Jahren weiter stark zunehmen wird. Und Novo Nordisk wird als Weltmarktführer davon extrem stark dann profitieren. Im Übrigen gilt diese Entwicklung, dass die Bevölkerung immer älter wird und dadurch mehr Medikamente braucht, natürlich nicht nur für Novo Nordisk, sondern für den gesamten Pharmabereich. Und dadurch denke ich, dass sich die Entwicklung, dass wir mehr Medikamente benötigen, auch in den kommenden Jahren fortsetzen wird und dadurch wird der Pharmabereich auch in den kommenden Jahren weiter steigende Umsätze und Gewinne erzielen können. Wir haben uns jetzt also angeschaut, dass Novo Nordisk seinen Markt beherrscht und der Markt aller Voraussicht nach, wie er es in den letzten Jahren getan hat, auch in den kommenden Jahren weiter wachsen wird. Jetzt ist natürlich die Frage, hat sich dieses Wachstum der vergangenen Jahre auch in den Kennzahlen von Novo Nordisk wiedergespiegelt? Und ja, das hat es. Seit 2007 konnte Novo Nordisk den Umsatz in etwa verdreifachen und selbst in der aktuell schwierigen Lage hat Novo Nordisk es dieses Jahr geschafft, den Umsatz um 7% zu steigern. Das ist wirklich beeindruckend und zeigt einfach, wie stabil das Geschäft von Novo Nordisk ist. Und am Ende ist es ja aber auch logisch, denn natürlich brauchen die Diabetespatienten auch weiterhin ihre Antidiabetika. Ob da jetzt ein Coronavirus wütet oder nicht, das ist denen ja vollkommen in dem Sinne egal, die brauchen weiterhin ihre Antidiabetika. Die tolle Umsatzentwicklung sehen wir auch beim Gewinn. Zwar hat die Dynamik in den letzten Jahren bei der Entwicklung des Gewinns etwas nachgelassen, allerdings schafft Novo Nordisk auch in diesem Jahr wieder eine 7%ige Steigerung des operativen Gewinns. Und wie schon beim Umsatz finde ich das wirklich stark. Ich bin überhaupt kein Dividendeninvestor, aber ich finde, die Dividende ist ganz oft auch ein Kennzeichen für Qualität. Und bei Novo Nordisk ist das auf jeden Fall so. Denn Novo Nordisk hat seit rund 19 Jahren die Dividende jedes Jahr gesteigert und zudem liegt die Ausschüttungsquote nur bei 40%. In diesem Zusammenspiel sieht man einfach, dass Novo Nordisk es schafft, wirklich Jahr für Jahr steigende Umsätze und Gewinne zu generieren und dadurch auch Jahr für Jahr die Dividende anheben kann, ohne dass die Ausschüttungsquote zu hoch wird. Und das ist am Ende wirklich ein Qualitätsmerkmal. Denn daran sieht man, dass das Unternehmen wirklich fundamental wächst und fundamental immer größer wird. Dass Novo Nordisk dabei nachhaltig denkt, sieht man, wenn man sich die Forschungs- und Entwicklungsausgaben ansieht.
denn diese steigen auch kontinuierlich. Novo Nordisk denkt also als erstes ans operative Geschäft und investiert in neue Medikamente, in die Forschung und Entwicklung und danach schüttet es den überschüssigen Gewinn an die Aktionäre aus. Genau so sollte man es machen. Kommen wir also jetzt zu meinem Fazit. Und vorab natürlich noch gesagt, ich persönlich bin Novo Nordisk Aktionär und werde es auch bleiben. Ich halte Novo Nordisk einfach für ein Unternehmen, was in seinem speziellen Markt extrem gut positioniert ist. Der Markt ist in den vergangenen Jahren gewachsen und es gibt keinen Grund dafür, dass dieser Markt in den kommenden Jahren nicht weiter wachsen sollte. Das Geschäftsmodell ist extrem krisensicher und stabil. Das hat jetzt auch dieses Jahr einfach gezeigt. Und daher bin ich persönlich überzeugt von Novo Nordisk. Auch die Kennzahlen spiegeln diese positive Entwicklung wider. Novo Nordisk schafft es, das Marktwachstum umzumünzen in eine Umsatzsteigerung, in eine Gewinnsteigerung. Und ich sehe keinen Grund, warum das in den nächsten Jahren nicht so weitergehen sollte. Natürlich, an dieser Stelle auch nochmal gesagt, es gibt sehr viele Aktien im Pharmabereich, die sicherlich auch tolle Aussichten haben, tolle Marktpositionen haben und ähnlich positioniert sind wie Novo Nordisk. Warum habe ich mich persönlich jetzt für Novo Nordisk entschieden? Ganz einfach, Novo Nordisk ist ein Unternehmen aus Europa und beziehungsweise sogar aus Dänemark. Es gibt nicht so viele gute Unternehmen aus Dänemark und vor allem auch nicht aus Europa, die, sag ich mal, langfristig eine gute Perspektive haben. Ich persönlich habe einen großen Teil meines Gelds in Amerika investiert und da ist der Pharmabereich einfach ein Bereich, wo ich sage, okay, hier kann ich sehr schön mir europäische Aktien raussuchen, um da so einen kleinen Gegenpol zu den ganzen amerikanischen Aktien zu schaffen. Deshalb habe ich persönlich Novo Nordisk den amerikanischen Pharmawerten vorgezogen. Aber nun interessiert mich natürlich auch deine Meinung. Bist du Novo Nordisk Aktionär, beziehungsweise kanntest du das Unternehmen überhaupt? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video allgemein gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen, kannst du mich ganz einfach hier abonnieren. Das nächste Video findest du direkt hier. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Mach's gut, hau rein und ciao.